Hi, ich bin Lua und herzlich willkommen zu einem Video von meinem Schreibtisch. Das kann nur eins heißen, ich mache irgendwas am PC, obviously. Und diesmal geht es aber nicht um mein RPG-Forum oder irgendwas in der Art, sondern ich dachte, ich mache mal irgendwie, weiß ich nicht, was Witziges, was Chilliges, wo man eventuell auch ein bisschen was über mich erfährt. Und mache ein paar Tierlists. Und wir starten natürlich nicht mit Büchern, was ein logischer Schritt gewesen wäre in der Transformation meines Contents, sondern wir starten mit Disney-Filmen. Ich war als Kind obsessed mit Disney-Filmen. Also, really, ich hatte so viele DVDs. Ja, ich bin so alt, dass ich noch DVDs hatte. Manche davon hatte ich sogar auf Video. Aber mein Alter soll jetzt nicht das Thema des Videos sein, sondern ich dachte, ich rede einfach mal ein bisschen über meine Disney-Filme, was ich so mochte, was ich nicht mochte. Vielleicht sage ich ja was Kontroverses und wir können in den Kommentaren darüber diskutieren. Schreibt mir auch bitte einfach mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Disney- oder Pixar-Film war als Kind oder auch jetzt. Und ja, ich fange einfach mal an, da ist mein Bildschirm, deswegen gucke ich wahrscheinlich die meiste Zeit in diese Richtung. Lasst euch davon nicht beirren. Ich habe eine vorgefertigte Tiermaker-Tierlist genommen, die hieß irgendwie alle Disney- und Pixar-Filme. Und daraus habe ich meine Kategorien ein bisschen abgeändert. Also als Oberstes haben wir natürlich Obsessed, also entweder die Sachen, die ich als Kind tausendmal geguckt habe oder da, wo ich heute eventuell noch alle Songs mitsingen kann. Dann haben wir Great und Good, glaube ich, relativ selbsterklärend. Background Noise sind so Sachen, die ich vielleicht nicht so cool fand, aber halt trotzdem noch laufen lassen würde. Wouldn't Watch Again heißt offensichtlich, dass ich mir nicht nochmal angucken würde, von jetziger Sicht oder von damaliger Sicht, je nachdem. Und Haven't Seen ist einfach für alle Filme, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube, das hätte ich nicht erklären müssen, aber here we are. Okay. Ich schätze, die sind sogar sortiert, wenn ich mir das so angucke, nach Erscheinungsdatum. Wir fangen mal an mit Snow White, also Schneewittchen. Und Schneewittchen ist nicht so ein prickelnder Start, weil ich habe den Film als Kind natürlich gesehen, aber ich fand es immer ein bisschen gruselig. Vor allen Dingen die Zwerge mochte ich nicht so ganz und die Stimmen und die Hexe. Und ich glaube, der Film ist einfach zu alt gewesen, als dass ich ihn noch gut hätte finden können. Also muss Schneewittchen leider, auch wenn es the original Disney Princess ist, in Wouldn't Watch Again. I'm sorry. Puh, wir machen gleich weiter. Offensichtlich habe ich eine Abneigung gegen alte Filme, weil Pinocchio, die Szene, wo die in diesem Freizeitpark sind und alle rauchen und dann von dem Wal gefressen werden, ich habe einfach Trauma davon. Also ohne Spaß, Pinocchio würde ich meinem Kind nicht zeigen, bin ich ehrlich. Phantasia ist eine Sache, die habe ich nicht gesehen, die kenne ich nur aus irgendwie so Clips oder so. Ist es das mit dem der Zauberlehrling? Oder ist das ein eigener Film? Weil ich weiß, wir mussten Zauberlehrling lernen und irgendwas gab es da auch von Disney. Naja, habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Dumbo. Ich habe wirklich eine Abneigung gegen alte Disney-Filme. Wow, es wird besser. Ich bin kein Disney-Hater. Dumbo fand ich eigentlich ganz süß. Sehr traurig natürlich mit der Szene der Mama und so. Aber die Szene, wo Dumbo sich betrinkt, was auch irgendwie ein bisschen fragwürdig ist, und wo er dann diese Hallus hat, mochte ich gar nicht. Schon als Kind nicht. Fand ich schon immer gruselig. Also Dumbo muss leider auch hier rein. Bambi, on the other hand, auch ein sehr trauriger Film und dieses komische Frühlingsgewitterlied, weiß ich nicht, hält mir jetzt noch in den Ohren nach. Aber Bambi fand ich eigentlich ganz süß. Also würde ich sagen, das kommt erstmal in die Good-Kategorie. Es ist halt kein Film, wo ich so sagen würde, boah, lass unbedingt mal Bambi gucken. Vielleicht ist es auch Background-Noise, aber wir gucken mal, was sich noch in der Good-Kategorie ansammelt und können es ja dann immer noch verschieben. Saludos Amigos habe ich nicht gesehen. Genauso wie The Three Caballeros, Make My Music. Ich gehe einfach mal schnell durch. So, jetzt sind wir weiter bei einem Film, den ich tatsächlich auch gesehen habe. Und das ist Cinderella, der zweite Film im Disney-Prinzessinnen-Universum.
Und Cinderella war jetzt auch nicht so das Wahre, aber ich fand ihn auf jeden Fall viel besser als Snow White. Kann nicht mal sagen, warum ich ihn nicht gut fand. Aber also jetzt so aus heutiger Sicht natürlich, warum hat der Typ sie nicht wiedererkannt? Warum musste er sie anhand eines Schuhs suchen? Aber ist eine alte Leier, also weiß ich nicht. Ich würde sagen, Cinderella könnte immer noch eine gute Background-Noise sein. I guess. Alice im Wunderland. Also Alice im Wunderland fand ich gleichermaßen gut, wie dass er mir Angst gemacht hat. Also, was halte ich von Alice im Wunderland? Würde ich ihn mir nochmal angucken? Würde ich sagen, er ist gut? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Alice im Wunderland ist Background Noise. Also da fand ich die Live-Adaptions definitiv viel besser, auch wenn es ja nur eine grobe. Also hat sich ja nicht genau dran gehalten, glaube ich. Gott, habe ich lange nicht mehr geguckt. Aber der alte Alice im Wunderland-Film, da ging es mir auch zu viel irgendwie um Drogen und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war nicht so meins. Peter Pan. Peter Pan fand ich sehr toll als Kind. Die Nimmerland-Piraten und Tinkerbell ist eine Icon. Und diese Jungs, die Lost Boys oder wie sie heißen, die fand ich auch immer toll. Also Peter Pan, würde ich schon sagen, ist ein Great Movie. Ja. Ich glaube, da können wir uns einig werden, dass ich Peter Pan. Also halt auch ein bisschen. Die haben dem Hund dieses komische Lebertran-Zeug gegeben, was die Kinder trinken sollten. Erstmal, was ist Lebertran? Ist das eine Erfindung irgendwie der Filmindustrie? Warum hat man das zu sich genommen? Irgendwie medizinmäßig? Und ist der Hund tot? Das sind wichtige Fragen, die dieser Film, glaube ich, nicht beantwortet. Lady and the Tramp, Susi und Strolch, habe ich auch sehr, sehr gern geguckt. Ja, noch so viel, ui. Ja, war aber nicht überragend. Also, ich glaube, alle Filme, die kein Musical sind, schaffen es bei mir auch jetzt nicht so weit hoch, außer Peter Pan. Peter Pan schon gut. Also würde ich Lady and the Tramp mal auf gut setzen. Ich zweifle gerade ein bisschen an meiner Einteilung, aber es ist okay, wir lassen es jetzt so. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty ist auch besser als Schneewittchen. Also Schneewittchen ist schon echt schlecht und ist jetzt der Final One in dieser Original-Prinzessinnen-Trilogie. Also ich glaube, Schneewittchen, Cinderella und Aurora kennt halt irgendwie jeder. Ich würde es mal mit in Background Noise tun, einfach nur, um hier schnell fertig zu werden. 101 Dalmatiner, hatte absolut Angst vor Cruella, hatte aber ein super PC-Spiel dafür. Ich weiß nicht, ob das den Film höher setzen kann, aber so, weiß ich nicht. Ich fand ihn okay. Er war nicht schlecht. Er war nicht unbedingt gut. Mache ich ihn zu Background Noise oder mache ich ihn zu gut? Mache ihn mal zu. Ja, man kann ihn sich schon angucken. Man kann ihn sich schon angucken. The Sword in the Stone. Also dieses Artus-Ding. Aber ist das die Hexe und der Zauberer? Ich glaube, das ist das die Hexe und der Zauberer-Ding. Und wenn es ist, wo diese komische Hexe und der Zauberer so ein Battle gegeneinander haben, dann ist das absolut gottlos. Ich habe es gehasst. Ich hatte so Angst davor. Und deswegen tue ich es mal zu Wouldn't Watch Again. Wenn ich das jetzt verwechsle und das ein anderer Film ist, dann tut es mir sehr leid für den Film, dann habe ich ihn nicht gesehen. Aber wenn es das mit der Hexe und dem Zauberer ist, hasse es. Dschungelbuch, schon irgendwie iconic, also vor allen Dingen hier Simple Bare Necessities, also das ist auf Deutsch. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und auch dieses Ich wäre so gern wie du, Also schon great movie. Ja, Dschungelbuch ist schon gut. Aristocats, vielleicht eine Sache, die nicht so viele kennen. Mega, mega guter Film, die feine englische Dame mit ihren vier Katzen und dann der. Also, es ist so ein bisschen wie Lady and the Tramp, aber einfach mit Katzen. Fällt mir gerade auf. Ist auch wirklich das erste Mal, dass mir das auffällt. Weiß nicht, ob das concerning sein sollte. Aber Aristocats ist schon ein guter Film. Ich tue ihn nicht bei Great rein, weil dafür. Weiß ich nicht. Aber es war gut. Es ist auf jeden Fall hier ganz vorne. Kann ich das. Darf ich das unterordnen? Ich mach's einfach mal. Ich ordne jetzt einfach innerhalb der Dinge auch noch.
ist ja, ja, passt schon. Robin Hood, mein erster Crush auf einen tierischen, nee, ist eine Lüge, war nicht mein erster. Aber Robin Hood hatte ich definitiv als Kind einen Crush drauf und das ist concerning Disney. Disney ist alleine verantwortlich für alle Furries, die es heutzutage gibt. Mein Statement. Robin Hood war ein guter Film, war nicht so, also jetzt aus heutiger Sicht würde ich mir nicht nochmal unbedingt anschauen wollen, also kommt Robin Hood leider in Background Noise, obwohl er schon gut war. Winnie Pooh, ich kann mir nicht erinnern, ob ich den Winnie Pooh gesehen habe. Ich habe als Kind auf jeden Fall Winnie Pooh geguckt und ich fand Winnie Pooh auch sehr süß. Und den neuen Christopher Robin Film oder so habe ich auch geguckt und Winnie Pooh hat einfach a place in my heart, deswegen ist er a great movie. The Rescuers oder auch Bernhard und Bianca habe ich damals auch viel geguckt, auch die Fortsetzung. Ich glaube, hier sind aber keine Fortsetzungen drin, außer Frozen offensichtlich. Ah doch, ein paar. Ja, war ein okayer Film, würde ich mir nicht nochmal angucken wollen, deswegen würde ich ihn jetzt hier reinsetzen, aber halt auch weit vorne. The Fox and the Hound oder Kapp und Kappa auf Deutsch. Ich habe geheult. Ich glaube, wenn ich ihn heute angucken würde, würde ich immer noch heulen. Und ich glaube, ein Film, der mich zum Heulen bringt, kommt auf jeden Fall in die Obsessed-Kategorie. Weil der hat dann ja offensichtlich irgendwas richtig gemacht oder irgendwas sehr falsch. Aber das ist dann eine andere Art von Heulen. Great Mouse Detective und Black Cauldron und Oliver and Company habe ich tatsächlich alle nicht gesehen. I know. Shocking. Little Mermaid, Klassiker, kann, also obsessed, kenne alle Lieder, fand den Film absolut toll, brauche ich glaube ich nicht mehr sagen. Ich glaube die zweiten Teile von den Disney-Filmen lasse ich einfach mal raus, also ich würde Down Under jetzt erstmal wegmachen, obwohl ich ihn glaube ich gesehen habe. Beauty and the Beast, Liebe, Belle war meine Lieblingsprinzessin, weil sie hat auch Bücher gelesen. Ich glaube, das ist eine einfache, also kann man drauf kommen. Die Neuverfilmung war auch unglaublich toll. Obsessed. Aladdin, kontroverse Meinung vielleicht, not one of my favorites. Also, es war ein guter Film, aber ich mochte ihn nicht so gerne. Er kommt aber in die Great-Kategorie einfach nur für den Genie. Der hebt den Film hoch. Ansonsten wäre er in der Good-Kategorie, weil ich mochte Aladdin wirklich nicht gerne. Lion King. Ich habe als Kind ungelogen so viel Lion King geguckt, also so viel Lion King, dass es schon traurig ist. Ich konnte den Film auswendig mitsprechen. Ich kann immer noch alle Lieder auf Deutsch und inzwischen auch auf Englisch. Obsessed. Und den wird auch keiner mehr runterstoßen. Es geht nicht, auch wenn andere Filme gut sind. Es geht nicht. Pocahontas, gleiches Ding wie Mermaid und Beauty and the Beast. Ich habe den Film geliebt. Ich hatte eine Barbie von Pocahontas. Ich habe den vor kurzem erst wieder geguckt, also ist noch nicht so lange her und ich fand ihn immer noch toll, deswegen obsessed. Hunchback of Notre Dame. Sehr, sehr guter Film. Sehr, sehr trauriger Film. Ich habe immer richtig mit dem mitgelitten und sein, naja, Vater ist es ja nicht, sein Ziehvater, einfach, uff, hatte so Angst vor dem. Es war ein great movie. Also der Glöckner von Notre Dame, guckt ihn euch alle an. Herkules, zu meiner Schande, habe ich nicht gesehen. Es war einfach irgendwie, kam das nicht auf. Ich weiß nicht warum. Mulan, on the other hand, habe ich gesehen, habe ich auch vor kurzem erst wieder gesehen mit meinem Freund, der kein Disney-Film-Fan ist. Und wenn selbst er sagt, dass Mulan gut ist, dann muss er natürlich in die Obsessed-Kategorie. Da kann man nichts machen. Tarzan war natürlich, also alleine für Phil Collins war Tarzan ein Obsessed-Movie, weil Phil Collins einfach sein Herz und seine Seele in diese Filmmusik geschüttet hat. Und das muss man ehren. Das muss man einfach. Phantasia 2000 habe ich nicht gesehen. Dinosaur habe ich als Kind geliebt. Ich war immer Fan von Dinosauriern, bin immer noch Fan von Dinosauriern. Hab den letztens mal wieder angefangen und er war ganz, ganz weird. Also, auch wenn ich ihn toll fand, kann er, glaube ich, nicht höher als gut sein. Aber er war schon gut. Ein Königreich für ein Lama.
Ich weiß nicht, ob er noch underrated ist oder inzwischen seinen verdienten Hype hat, aber Ein Königreich für ein Lama war schon sehr gut. Ich kann ihn nicht auf Obsessed stellen, obwohl es ein sehr witziger und sehr guter Film war, deswegen kommt er zu great. Okay, jetzt kommen wir zu Atlantis, ein Film, den vielleicht auch viele nicht kennen, der wirklich sehr underrated ist. Ich habe immer noch einen großen Crush auf Milo und auf Kida. Ich finde beide unglaublich toll und Atlantis kommt verdient in die Obsessed-Kategorie. Der Lilo und Stitch-Film. Also den habe ich als Kind tatsächlich nicht wirklich geguckt. Ich habe den letztens mal auf YouTube illegal gesehen. Fand ihn sehr toll, aber also ich habe meine Kindheitsverbindung zu Lilo und Stitch ist halt die Serie und nicht der Film. Aber es war trotzdem a great movie. Dann haben wir Treasure Planet. Oh, der Schatzplanet. Auch underrated, gleiches Ding wie Atlantis. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, aber ich glaube, ich kann nicht in Obsessed packen. Ich glaube, er kommt nach vorne bei Great. Aber Treasure Planet, Mega-Empfehlung. Bärenbrüder hat einen Special Place in my heart, einfach wegen den Elchen. Und weil wir uns als Familie früher so über diese blöden Elche lustig gemacht hatten. Und ich finde alles an dem Film toll. Also wirklich alles. Ich glaube, er ist bei Obsessed. Ich glaube, er muss dahin. Home Range. Vielleicht auch ein Film, den viele nicht kennen. Er heißt auf Deutsch, glaube ich, Die Kühe sind los. Ich fand ihn als Kind mega witzig. Es hat so Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall a great movie. Und weiß nicht. Mach da bei einem Saufabend, mach den Film an. Es ist witzig. Chicken Little habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Aber aus dem Grund, dass ich mich an nichts erinnern kann aus dem Film, würde ich ihn mal zu Wooden Watch Again packen. Vielleicht war er auch eine gute Background Noise. Vielleicht ist er immer noch ein Witz. Vielleicht ist er immer noch witzig. Meet the Robinsons habe ich auch geguckt. Kann euch aber auch nicht sagen, worum es geht. Und ich glaube, den würde ich wirklich in Wooden Watch. Gab es nicht auch einen mit Robotern? War das der mit den Robotern? Nee, ich glaube nicht. Falls jemand den komischen Film mit den Robotern kennt, wo auch. Also der wurde als Kind, da hat man. Der hat als Kind so Teile gekriegt zum Geburtstag, die ihn größer gemacht haben oder so. Irgendein Film über einen Roboter. Falls ihr jemanden kennt, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Weil ich den richtig gut fand und ich weiß nicht mehr, was für ein Film das ist. Bold habe ich als. Also da war ich schon ein bisschen älter. Das heißt, meine Schwester war obsessed mit dem und ich habe ihn aber sehr gerne mitgeguckt. Deswegen würde ich sagen. A great? A good movie. Good movie. Kann man sich schon reinziehen. Princess and the Frog war ich auch schon relativ alt, als der rauskam. War ein guter Film, war aber jetzt nicht einer meiner Lieblinge tatsächlich. Also würde ich sagen, auch ein Good Movie. Sorry an alle Tiana-Fans. Tangled. Tangled. Obsessed. Also wer Tangled nicht mag, schlägt doch Babys oder so. Tangled ist der beste Disney-Prinzessinnen-Film. Also auch wenn ich obsessed mit Beauty and the Beast war, seit Tangled rauskam, ist das der beste. Wreck-It Ralph, zu meiner Schande, habe ich nicht gesehen. Frozen habe ich gesehen. Frozen müsste eigentlich wegen seinem Kultstatus auf obsessed sein, aber dadurch, dass ich schon so alt war, als der rauskam, ist es, glaube ich, nur ein great movie. I'm sorry. Big Hero 6 vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gesehen. Fand ihn sehr witzig. Würde sagen, ist ein good movie. Zootopia nie gesehen, leider. Moana habe ich gesehen, auch im Kino. War er gut oder war er great? Er war schon. Ich finde Moana ist auf einer Stufe mit Frozen. Ich fand beide sehr gut, eigentlich. Das hier ist Wreck-It Ralph, nicht gesehen. Frozen 2. Fand ich Frozen 2 besser als Frozen 1? Ich fand die Lieder besser. Aber alles andere weiß ich nicht. Ich stelle sie mal auf einer Stufe, weil ich mich nicht entscheiden will. Jetzt habe ich langsam ein Problem. Encanto. Encanto ist ja wirklich noch sehr neu. Das Witzige ist, zu der Zeit, wo Encanto rauskam, habe ich gerade Spanisch gelernt. Das heißt, der war perfekt für mich. Und Encanto ist auch ein great movie. Nicht ein Obsessed-Level-Movie, aber ein great movie. Raya habe ich nicht gesehen. Werde ich vielleicht noch nachholen. Toy Story ist eine Sache. Ich habe Teile von Toy Story gesehen. Aber ich glaube nicht, dass ich Toy Story gut genug gesehen habe, um einen dieser Filme bewerten zu können. Und von dem, was ich gesehen habe, würde ich Toy Story auch nicht gut bewerten, tatsächlich. Deswegen tue ich sie lieber mal in Heaven Seen,
bevor ich hier irgendwelche Angry Toy Story Fans hochbeschwöre. Toy Story 3 auch. Bugs Life hatte ich auch im Computerspiel, fand ich ganz süß. Würde ich jetzt aber nicht so hochstufen tatsächlich. Ich würde es mal in Background Neues tun. Monsters Inc. hatte ich ein DS-Spiel von. Fand den Film aber früher nicht gut. Ich glaube, der wäre heute besser, aber ich tue ihn auch mal in Background Neues. Findet Nemo hatte ich auch ein DS-Spiel von. Es war nämlich ein Kombispiel zwischen Monsters Inc. und Findet Nemo. Und mit Findet Nemo war ich tatsächlich auch obsessed. Also der hat seinen Platz hier oben als, ich glaube, einziger Pixar-Film bis jetzt. Und ich glaube, da kommt auch nicht mehr wirklich was zu. Verdient. Also Findet Nemo ist wirklich 1A. Okay, The Incredibles habe ich früher oft geguckt. Kann ich mich auch noch genau daran erinnern, wie ich den damals in Afrika geguckt habe und so. Mit dem kompletten, mit diesem Täschchen, wo dann so alle DVDs drin waren, was man so zu Reißverschlüssen. Offensichtlich ein Wort, was man so zumachen konnte und so. Also, ich habe schon gute Erinnerungen. Great Movie. Cars. Ich war zu sehr Mädchen früher. Cars ist ein okayer Film. Ich würde ihn in Background Noise tun. Und ich weiß, dass meine männlichen Freunde mich jetzt dafür umbringen werden. Aber es ist okay. Ratatouille. Hatte ich ein Wii-Spiel zu. Guter Film. Guter Film. Kann man mal gucken. Muss man nicht öfters. Also, gucken. Wall-E. Wall-E ist so ein toller Film. Wall-E ist... Ich liebe Wall-E. Wall-E ist a great movie. Er kam zu spät raus, als dass ich obsessed damit hätte sein können. Aber ist great. Up hat in den ersten 10 Minuten mein komplettes Leben zerstört. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Deswegen würde ich sagen, war es ein guter Film. Ansonsten fand ich ihn aber nicht so krass. Es ist ein good movie. Zweite Teile machen wir nicht. Brave habe ich auch im Kino gesehen. War okay. War es ein great movie? Ich glaube nicht. Ich glaube, Brave ist in der Good-Kategorie. So, und jetzt haben wir nur noch eine Zeile und viele davon kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Monsters University habe ich nie geguckt. Inside Out habe ich auch nicht richtig geguckt, also nicht komplett. Findet Dory habe ich geguckt im Kino. Ich war viel zu alt dafür. Ja. War gut, aber war mit dem Level des Ersten halt einfach nicht zu vergleichen. Auch wenn er seine Momente hatte, vor allem Geralt. Geralt hat Findet Dory einfach gecarried, aber ansonsten, ja. Findet Dory war jetzt tatsächlich auch der letzte Film von der Liste, den ich geguckt habe. Also, wenn ich jetzt mal die Haven't Seen-Dinger wegmache, weil die ja nicht so wichtig sind, ist das meine Liste. Würde ich irgendwas daran ändern? Vielleicht würde ich Peter Pan und Dschungelbuch, Peter Pan und Dschungelbuch waren halt einfach nicht so mein Favorite. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meiner Liste. Was sagt ihr dazu? Was würdet ihr anders machen? Und wie gesagt, was ist euer Lieblingsfilm früher oder jetzt gerade von Disney? Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, dieses entspanntere Format hat euch gefallen. Und ich werde in Zukunft vielleicht noch ein paar mehr Sachen machen mit verschiedensten Kategorien. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr denkt drüber nach, dem Video einen Daumen hoch zu geben oder auch meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir nämlich sehr. Und dann seid ihr auch für das oder die nächsten Videos dabei. Ansonsten schaut gerne mal auf Instagram oder TikTok vorbei. Da mache ich Bücher-Content und das ist unten verlinkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ciao!